Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einer weiteren Folge von TCGO Pokémon Sammelkartenspiel online im erweiterten Format. Denn der gute liebe Johannes aka der Typi01 hat mir das Taurus Deck gegeben. Ich soll das mal in der Versus Leiter spielen und das werde ich auch tun. Es werden höchstwahrscheinlich zwei Parts davon geben, denn einmal seine Version, ne, so wie die hier sind. Ich habe lediglich nur halt die Karten ausgetauscht, die ich selbst nicht so besitze, aber im Endeffekt ist es 1:1. Und halt dementsprechend ein paar Sachen, die mir halt besser gefallen von der Aufstellung, weil ich brauche jetzt hier nicht Schwerthammer, Reverse und Normal. Deswegen, im Endeffekt sind das hier ein und selben Karten. Ja, er hat Sendung und Taurus kombiniert. Oh mein Gott. Was natürlich dementsprechend nicht verkehrt ist. Wollen wir mal eben kurz WLAN ausmachen. So. Ja, ich bin mal gespannt, wie ich damit umgehen kann. Und ich werde dann halt meine Variation. Also ich werde definitiv andere Trainerkarten mitnehmen. Vielleicht ist es eine Verbesserung, vielleicht aber auch nicht. Mal schauen. So. Du suchst ein Deck bis zu 4 Basis einer gegnerischen Gegner und nehmen sie auf die Hand. Nicht anschließend. Okay, sie ist eigentlich ein besserer Benny. Okay. Ja, ein bisschen Card Draw ist dabei. Heilung. 13 Energien, 643. Und die Eisstadt. Okay. Dann heißt es ab in die Versus Leiter. Erweitert das Format und einmal das Deck spielen. Gegen ein Wasserdeck. Immerhin kein Kampfdeck. Echt letzte Mal im erweiterten Folge ziemlich nervig. Da kamen mir nur Kampfdecks. Und das Problem dabei ist, Wasser könnte Alua Volnona haben mit klarer Barriere, ne? Das heißt, ich bin schon am struggeln, aber wie es aussieht, hat er nur die Volnona Münze und ein Quaiuzo GX Deck gebaut. Okay. So, wir nehmen erstmal Taurus und legen erstmal eine Energie an. Und mehr können wir gerade nicht machen. Aber er hat wahrscheinlich auch noch Volnona dabei, wie es aussieht. So, mehr kann ich nicht. Und er wird sich wahrscheinlich freuen. Ich habe klare Barriere. Er wird definitiv klare Barriere dabei haben. Deswegen muss ich dieses Vulpix so schnell wie möglich loswerden. Und das Schöne daran ist, ich kann es one-shotten. So, mit der Rainbow-Energie muss ich leider ein Taurus dran. Geht anders nicht. Außer ich ziehe eine normale. Aber das wird erstmal so nichts bringen. So, Lichtsignal. Dann gucken wir mal. Ist es tatsächlich klare Barriere? Ich vermute mal ja. Wenn wir jetzt erstmal feststellen, wenn er die Karten ausgewählt hat. Das dauert ja mal ein bisschen. Man kennt das ja, ne? Man sucht, überlegt. Aber er war so schlau tatsächlich, um das so zu machen. Ist gar nicht verkehrt, so. Wir gehen auf die Hornattacke.
und bekommen jetzt einen Preiskarten Energie zu gewinnen. Was nicht so gut ist. Spezialhammer. Aber mal schauen, was macht er jetzt? Geraldine. Er könnte sich noch mit Plätscherhügel noch ein Pokémon auf der Bank legen. Heißt das, er hat schon Quajutsu auf der Hand? Ja, hat er. Und zwar das Wasserschuriken, okay. Ist aber auch schon länger her, ne, dass man ein Quajutsu Turbo gesehen hat. Eigentlich generell die Turbo-Karten, die sind nicht mehr so drin, ne? Schade, dass davon nicht immer, dass es nicht weiter verfolgt wurde, sondern es wurde einfach auf GX umgewandelt und jetzt gibt es ja wieder Tag Team GX, also okay. Ich bin mal gespannt. Okay, aktuell läuft es gerade nicht. Ich brauche eigentlich Cynthia oder Ben und Svenja. Lilly auch nicht wirklich. Aber was soll's. Oh, wir kriegen Doppelfarblose. Das ist die Frage. Lege ich die jetzt schon an? Ich lege die mal an dem Frischen an. Das Problem dabei ist, er kann sich jetzt klare Barriere holen und das ist ein Problem für mich. Das heißt, ich muss jetzt im nächsten Zug eigentlich eine Energie ziehen, damit ich Bromley benutzen kann, um das Vulpix da zu erledigen. Das wäre mir eigentlich lieber, um ehrlich zu sein, weil auf klare Barriere kann ich gerne verzichten. N. Ja. Das könnte jetzt eventuell Problem werden mit Vulpix. Und das sieht auch nicht gut aus. Okay, jetzt muss ich mal rechnen. Ich mache 30, ne? 3, 6, 9, 100. Wow. Das reicht nicht. Egal, ich schmeiß trotzdem mal das so hin. Ja, ich muss auf die Hornattacke gehen. Es läuft nicht so gut. Es läuft gar nicht gut. Ich verliere jetzt tatsächlich einen Senlong. Ja, geil, jetzt kann er sich auch noch heilen.
sind, ja. Bei ihm läuft es gerade viel, viel besser. Wenn er jetzt noch entwickeln kann, habe ich eigentlich ein großes Problem. Und er kann es entwickeln. Eigentlich kann ich schon aufgeben, weil... Obwohl... Ich hätte jetzt mit klarer Barriere gerechnet. Um ehrlich zu sein. Dieses Amphitzel ist natürlich noch besser. Okay, Energie, das heißt, er kriegt schon mal zwei Preiskarten. So oder so, ne? Er geht wahrscheinlich auf Tauros. Ja, er geht auf Tauros. Okay. 190 reicht immer noch nicht aus. Fluchtport. Okay, er ist sehr nervig. Sehr, sehr nervig. Ist okay. Das reicht ja vollkommen aus. Ich bin überlegen, soll ich jetzt heilen? Reicht es dann immer noch aus? Ich mache jetzt. Wahrscheinlich wird durch welche Resistenz oder Effekten auf den Gegner nicht verändert. Ich mache jetzt 2. Warte mal, Rasara macht 20, ne? Wenn ich jetzt 60 heile, bin ich bei 130, 150, 100, 150, 160. Das sollte eigentlich reichen, oder? Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Nein! 160. Tausch, okay. So, ich kann einmal Alola Vanuna ignorieren. Aber ich habe irgendwie Feldgebläse. Obwohl, Feldgebläse bringt ihm jetzt gerade nichts. Zwei Karten. Bromley. Ist für mich vollkommen in Ordnung. Ist für mich vollkommen in Ordnung. Tatsächlich. So, ich würde sagen, wir machen das mal so. Switchen aus. Und schmeißen doch nochmal seine Stadion weg. Und gehen auf Raserei. Das reicht. Dicke. Dicke reicht es aus. Oh, Cynthia. Beehrst du uns auch mal? Okay, die klare Barriere kommt nicht. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt GX benutzen, ne? Eisklinge, Zenlong ist down, aber ist okay. Das ist vollkommen okay für mich. Weil jetzt kriege ich auch zwei Preiskarten. Und dann machen wir das mal so und in der Stier. One-Shot KO. 400 Damage. Und jetzt ist egal, was er mir reinschickt. Das wird höchstwahrscheinlich besiegt. Plätscherhügel. Ist mir eigentlich egal. Oh, er hat nichts mehr. Feldgebläse. Okay. 50 Schadenspunkte halte ich noch aus. Und wie es aussieht, kann er wohl nichts mehr machen mit den zwei Karten. Hatte ich doch Glück im Unglück gehabt.
Holy moly, gegen ein Quajutsu-Deck. Jetzt muss ich wirklich gucken, hat der klare Barriere gehabt oder nicht? Irgendwie hatte ich mehr Glück als Verstand, muss man dazu sagen. So. Okay, Fiaro ist dran. Oh! Oh, das überrascht mich. Er hat die GX-Form drin, die Wasser-GX-Form. Und zweimal Turbo. Ja, mittlerweile würde ich das auch jetzt nehmen, weil das einfach am besten harmoniert und viel stärker ist als... Vielleicht baue ich mir irgendwann wieder mein Quajutsu-Turbo-Deck. Das ist ja mega krank. Okay, wie es aussieht, hat er wenig... Wenig... Ja, gut. 1, 2, 3, 4... Er hat wenig Drop-Supporter und dafür Kampffahnder. Ja, ja, okay. Vielleicht war es... Vielleicht war es nicht so durchdacht. Er hat geile Pokémon drin, muss man sagen. Aber, die Kampffahnder, also... Naja. Vielleicht baue ich mir mal... Wieder mal eins. Mal schauen. So. Machen wir noch eine Runde. Oh, da ist Kampf dabei. Und der hat eine Team Magma Münze. So, ich darf anfangen. Was im ersten Moment nicht verkehrt ist. So. Benutze ich Riesenrad oder benutze ich Lady? Marshadow. So, wir machen das mal folgendermaßen. Wir holen uns ein normales Tauros und ein Tauros GX. Und bin überlegen, soll ich Lady jetzt schon spielen? Weil ich habe hier 6 Energien, kann ich mir holen, die mir eigentlich erstmal nichts bringen, ne? Die bringen mir erstmal nichts. Nothing. Das heißt, es ist ein Marshadow-Deck und ein Nachtwanderung. Na super toll. Es ist Nachtwanderung Marshadow. Und ich bin in Schwäche. Gut, Leute, das war's. ja. Da brauche ich jetzt gar nicht mehr weiter überlegen. Damit ist das schon Geschichte. Und ich darf es nicht kopieren. Also, da kann ich nichts gegen machen. Das hätte selbst mit meiner Vision überhaupt nicht funktioniert. ja. Marshadow. Hat man gesehen, er macht direkt 180. Das heißt, ich kann sofort aufgeben. Er hat sofort gewonnen. Sofort. Oh, ich habe jetzt mal eine starke Hand eigentlich. Wir nehmen das GX. Sagen... Nur Zenlong, damit er sieht. Aha, wir haben nur GX. Vielleicht ist es wohl Nona? Ne, Rayquaza. Aber ich darf nicht anfangen, ne? Das ist eigentlich ein Problem. Weißes Kyurem. Ja, vielleicht mal eine Deck-Idee. Ich bin gespannt. Utan. Ja, das fehlt mir eigentlich auch hier, ne? Hier ist kein Utan drin. Okay, der Dude legt schon mal richtig los. Urlauberin. Ja, also das ist ein durchdachtes Deck. Er schmeißt aber doppelt Farblose weg. Er hat jetzt schon 2, ne? Ja, 2. Er greift nicht an.
Sehr interessant. Weil ihm die 30 Schadenspunkte nicht so wert sind? Höchstwahrscheinlich. So, wie viel Schaden macht das denn? 160, ne? Jetzt bin ich mal überlegen. Ich mache jetzt 20, 50. Das reicht nicht, ne? Wir spielen das mal andersrum. Und heilen. Und gehen auf den normalen Hornattacker. Ja, aber jetzt ist meine Starthand Müll, ne? Jetzt ist er Müll, weil das bringt mir jetzt alles herzlich wenig. So, ich muss jetzt heilen. Warum? Weil er mich dann dementsprechend besiegen könnte. Deswegen muss ich das leider so machen. Und leg nochmal einen Taurus hin. Und gehe auf die Hornattacke, damit ich Rayquaza besiege. Und kriege Bromley. Oh, das wäre ziemlich gut. Wenn ich jetzt noch... Ah, Schaden kassiere ich jetzt nicht, ne? Er kann Frostflammen benutzen. Das ist safe. Switch. Ganz ehrlich... Nein. Ich benutze jetzt einfach mal das Opfer von ihm. Schmetterhammer. Oh, das ist gut. Das ist eigentlich sehr gut. Ich brauche noch eine Energie. Eine Energie brauche ich noch. Eine Energie. Komm, wir nehmen einmal Schmetterhammer. Der nicht funktioniert hat. Wow. Ich bin über... Jetzt, ich will irgend... Sollte ich wirklich das Rätselrad benutzen? Wütender Stier... Könnte... Raserei reicht eigentlich auch. Wutausbruch reicht eigentlich auch. Komm, ich habe keine guten Hände. Deswegen benutze ich Riesenrad. Ist so. Okay. So, wir machen das schon mal so. Das Problem ist, er kann Bromley benutzen und das effektiv nutzen. Deswegen nehmen wir mal das. Und gehen auf edle Klinge, was uns gerade nichts bringt. Das Problem ist, ich kann hier nicht wirklich tauschen, ne? Ich bin gezwungen zu... Was? Warum gibt sie auf? Hä? Was? Wieso? Wieso gibt ihr denn jetzt auf? Warum? Ich bin verwirrt. Oh, ich habe keinen Kyurem. Oh Mann, schade. Aber ich glaube, ich speichere mir das Deck trotzdem mal. Aber es ist mir zu viel. Okay, ich dachte, das wäre ein durchdachtes Deck.
Jein. Es. Wozu die Doppelfarblose ist nur dafür da, ne? Was macht das nochmal? Zieh drei Karten, lege anschließend eine Karte aus deiner Hand auf deine Ablage. Wenn du keine Karten in deinem Deck hast, kannst du die Karte nicht spielen. Ah, okay. Nee, das will ich doch nicht haben. Ja, ich würde sagen, zwei Wins, ein Lose. Der Lose ging einfach. Das war einfach, ne? Das hat man schon gesehen. Das war schlau durchdacht. Ach komm! Ey, ernsthaft? Jedes zweite Duell kommt jetzt ein Kampfdeck? Also, sag mir nicht, das ist schon wieder ein Mars Shadow. Also, es ist aber diesmal keine Nachtwanderung. Ich fange trotzdem mal an. Aber nicht so. Aber er hat ebenfalls auch eine bescheuerte Hand. Okay. Ziehen wir nochmal. Wow. Ein Versuch. Und eigentlich auch ein Versuch, ne? Oh. Oh. Trainerpost, golden. Despotter. Despotter. Okay, damit habe ich soweit eigentlich kein Problem, da tatsächlich soweit alles im grünen Bereich ist. So, wir holen uns einmal einen Tauros. Und einen Zenlong. So. Danach müssen wir abwarten, ne? Danach müssen wir abwarten. Es wird bestimmt Plätscherhügel oder sowas geben. Ja, ein Despotter GX-Deck würde ich auch gerne bauen, aber ich habe einfach nicht die Karten. Uzan. Ich glaube, ich gehe nur auf Bodycheck. Weil Charme der Wut ist zwar geil. Aber das ist mir zu. Dann baue ich lieber hier unten den Long oder sowas auf. Irgendwie sowas. So, kannst du nächste Runde entwickeln, ne? Naja, mal gucken wir mal. Erstmal schauen, was er da auf der Hand hat. Gladio. Okay, damit hat er schon mal keinen Draw Supporter. Wutan kann er jetzt aktuell noch nicht nutzen. Vielleicht ist da was drin, Sonderbonbon oder so. Das kann ja auch möglich sein. Okay. Ich bräuchte jetzt tatsächlich Kampfgeistgürtel, ne? Ist aber nicht das, was ich haben wollte. Wofür kann er kann es nochmal benutzen, ne? Ja, komm, wir gehen jetzt schon mal. Wir gehen jetzt schon mal drauf. Und sagen Schmetterhammer. Bitte hier hinten. So. Und gehen auf Hornet Tag.
Was? Ah, okay. Okay. Er one-shottet mich mit Smackdown, ne? Ich glaube, das reicht nicht, ne? Ich hab zwei... sind 200 irgendwas Schaden. 220. Füge den Basispunkt auf der Bank deines Gegners. Ja, geil. Ich mache jetzt zu wenig, ne? Wütender Stier. Ja, was soll's. 30, das ist nix. Das sind gerade mal 90. Utan, komm mal her. Komm mal her, Utan. Okay. Ah, es läuft. Es lief schief. Ich hätte es euch. Die Fähigkeit an Pupita habe ich. Wusste ich nicht, was das für eine ist. Ich habe es nicht gelesen. Und jetzt Switch. Wow. Double Switch. Jetzt brauchen wir noch eine Energie. Trainerpost. Und er kriegt Lilly. Und damit, glaube ich, ist der Sieger eigentlich, steht eigentlich jetzt schon fest. Guck doch mal meine Hand an. Damit komme ich nicht weit. Energiefehlerwertung. Ja. Er kriegt safe eine Energie. Und damit benutzt er höchstwahrscheinlich Smackdown. Weil 130 reicht nicht aus. Ja, gut. Ja, das war's. Das war's, Leute, das war's. Da kann ich nichts dran machen. Da kann ich nichts mehr dran machen. Ja, es sind einfach zu wenig Draw-Supporter etc. drin. Utan fehlt mir eigentlich in diesem Deck. Es liegt einfach daran, dass Utan einfach ziemlich gut sein kann. Ja, ansonsten, die Kombi ist geil, aber ich bin halt kein Fan von den ganzen Karten, die da sonst noch drin sind. Es ist ein witziges Deck gewesen. Es hat zwei Siege errungen, wie auch immer das geschehen ist. Weil Quaiyotsu war eigentlich ziemlich stark, aber irgendwie habe ich es geschafft. Gegen Kyurem habe ich mich gewundert, warum der Gegner aufgegeben hat. Der hatte eigentlich mehr Chancen als nicht. Ja, Nachtwanderung. Dingens, da brauchen wir erst gar nicht diskutieren. Da hätte ich niemals eine Chance gehabt. Und jetzt hatte ich auch keine Chance mehr. Ich hätte nur noch verlieren können. Egal, was ich gemacht hätte. Ja, ich werde auf jeden Fall dementsprechend mir das Deck komplett umbauen. Tatsächlich umbauen. Also da sind so viele Karten drin, die mich stören. Die mich einfach nur stören. Vielleicht ist es eine Verbesserung für dich, Johannes. Vielleicht aber auch nicht. Kannst es ja selbst beurteilen, wenn du mit diesem Deck immer gewinnst. Respekt, muss man sagen. Respekt. Ich krieg's auf jeden Fall mit diesen Deckkonstellationen nicht hin. Es ist einfach mehr luckabhängig, als ich dachte. Ja. Wenn man einmal die falsche Karte zieht, ist das Duell für mich schon vorbei. Gut, ich hoffe, dir hat's gefallen, dass ich gespielt habe. Wenn ihr auch eine Deck
Idee habe, die ich gerne mal in einem Format spielen soll, ob es dementsprechend älteres Format ist, Standard oder erweitert. Ich kann nicht versprechen, ob ich die Karten besitze. Ihr müsst dann dieses Deck bauen und mir das dann quasi im Stream geben. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich werde auf jeden Fall sein Long- und Taurus-Deck mal umarbeiten auf meine Bedürfnisse. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann!